Herzlich willkommen zum Tutorial Sie haben Krebs. Ich habe heute Professor Seuli zu Gast. Vielen Dank für die Einladung. Er ist Direktor der Frauenklinik an der Charité. Und wir werden uns darüber unterhalten, was Ärzte und Patienten tun können, um ihre Kommunikation miteinander zu verbessern. Und jetzt schauen wir uns als erstes die Erfahrung von drei Patienten an, die Sie mit Ärzten gemacht haben. Ja, mein Name ist Carsten, ich bin 34 Jahre alt und hatte vor 10 Jahren im Jahr 2011 meine Knochenkrebsdiagnose. Mein Name ist Don und ich bin 57 Jahre alt und 2015 erkrankte ich an einem HPV-induzierten Zungenrohrkarzinom. Ich bin die Dilek. Ich lebe tatsächlich ohne Magen. Also meine erste Diagnose war Magenkrebs T4a. Der Tag meiner Diagnose war geprägt von 2 Stunden Wartezimmer erstmal. Meine Mutter war da und mein Sohn war da. Der war damals 9 Jahre alt. Und den haben sie rausgeschickt und dann ist eigentlich jedem klar, was los ist. Ne? Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, auch der behandelnde Arzt nicht. Dieser besagte Arzt lehnte sich dann an die Heizung, schüttelte mehrfach mit dem Kopf, war völlig fertig und meinte, ja, es ist, also er weiß gar nicht, es ist so schlimm. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss ihn in den Arm nehmen. Und wenn man wegen ein paar Schmerzen zum Arzt geht und dann eine Überweisung zum Tumororthopäden kriegt, weil es den Verdacht auf einen Osteosarkom, also auf einen Knochentumor gibt. Und dann noch 24 Stunden Zeit hat, das zu googeln, weil man gerade im Wachdienst ist. Da sind schon mehrere Sachen zusammengekommen, die nicht so toll gelaufen sind. Ich habe gemerkt, dass ich gar nichts fühle. Ich war einfach zu geschockt und konnte das nicht einordnen. Die Ärztin hat dann mir die Diagnose eröffnet. Und dass ich das jetzt zwar blöd anhören würde, aber die Ärzte sprechen von einer 5-Jahres-Überlebensprognose. Und in meinem Fall betrüge die 60-40%. Sieht schlecht aus, eigentlich unheilbar. Neck-Section, Lymphknoten entfernt, Tumor muss gefunden werden. Eventuell könnte es ein Kupptumor sein. Das sind alles Begriffe, die ich nicht kannte. Und allein da fängt es doch schon an, wie spreche ich denn überhaupt mit einem anderen Menschen? Jeder Patient, jeder Mensch ist individuell und keine Nummer, eben in der Statistik. Es war fachlich völlig in Ordnung, aber psycho-onkologisch oder psychologisch war es halt schlecht. Wenn du das einem Menschen sagst, dann macht das mit dem Menschen was. Am nächsten Morgen auch aufzuwachen und zu merken, okay, das war jetzt kein Spaß gestern, das war kein Traum, das war einfach nur Leere da. Und diese Leere hat mich ganz lang begleitet. Man kann in so einem Gespräch ja auch ein bisschen positiv den Menschen unterstützen, auch mit ein paar Sätzen. Und haben Sie vielleicht einen Angehörigen, sind Sie okay? Das war nicht der Fall. Worte sind Macht. Es ist einfach so. Ja, und dann war ich alleine mit der Diagnose und bin von jetzt auf gleich in ein Loch gefallen. Ich lag am Boden, seelisch und körperlich. Nach der Biopsie kam dann der operierende Arzt zu mir, der gesagt hat, wir waren alleine. Ich war noch so ein bisschen dämmerig nach der Anästhesie eben. Und er hat mir gesagt, ja, Herr Witte, wenn das ein bösartiger Tumor ist, können Sie sich von Ihrem Arm verabschieden. Ich zeige Ihnen mal eine Homepage, da gibt es gute Endoprothesen, mit denen lässt sich auch ganz gut leben. Und hat darauf direkt mein Zimmer verlassen und mich alleine gelassen. Also es sind zu viele Dinge, als dass ich dir erzählen könnte, was alles wirklich Unmenschliches und Schreckliches passiert ist. Mit Ärzten, durch Ärzte und durch ihre Machtposition, durch das, dass ich eben sehr schüchtern war und nichts gesagt habe und alles mit mir habe machen lassen, komplett alles. Auch wenn ich gewusst habe, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht, oder das ist falsch. Ja, Professor Seuli, jetzt haben wir 3 Perspektiven gesehen von Patienten, die offensichtlich alle nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Was braucht die Kommunikation von Ärzten zu Patienten in diesen Situationen? Also grundsätzlich ist Kommunikation immer eine menschliche Herausforderung. Und ohne jetzt mit irgendwelchen Ausreden zu starten, wo wird denn gut gesprochen? Also wo? Im Cockpit? Bei der Post? Oder im Taxi? Also ich denke, es ist wichtig, dass wir einmal unterscheiden zwischen Informationsübermittlung und Botschaften verkünden und Beziehung aufbauen und aufrechterhalten. Für die Übermittlung der schlechten Nachricht, kann ich sagen, braucht man maximal 10 bis 20 Minuten. Das haben wir untersucht. Ja. Und auch bei den Simulationspatienten ist das so, dass die Patienten in der Regel abbrechen. Warum? Weil nach 2,5 Minuten, Sie haben Krebs, kann keiner mehr zuhören. Ja, dann wird ja abgeschaltet. Wird nicht? Abgeschaltet. Ja. Das macht gar keinen Sinn, dann lange Zeiten zu nehmen. Ja. Man braucht einen Puffer, weil es gibt natürlich Situationen,
wo man ein bisschen länger braucht oder jemand rufen muss oder delegieren muss und so weiter. Aber Zeit ist so eine banale Ausrede, weil wenn wir über die Zeit reden und sagen, wir haben keine Zeit, dann brauchen wir auch kein Tutorial heute hier machen. Ja. Und wenn es eine schlechte Botschaft ist, das auch so fallen zu lassen und sie mit Stille vielleicht zu begleiten, um Nachdruck zu geben, das ist eine schlechte Nachricht. Und Raum für die Pause zu geben, nicht? Wenn ich das gesagt habe, erstmal zu schauen und dann zu schauen, wie kommt das an? Aber man weiß, dass Ärzte beispielsweise die Stille nicht aushalten. Sie haben Krebs, würde der Arzt in der Regel maximal 14, 15 Sekunden aushalten, bevor er sagt, aber man kann. Ja, man weiß aber, dass das nur 2 Sekunden Unterschied macht, weil die Patientin dann sagen würde, was bedeutet das? Oder kann das stimmen? Ja, so eine Reaktion zu zeigen. Und das ist ganz elementar, um gemeinsam einen nächsten Schritt zu formulieren. Wenn ich jemand bin, der sehr empathisch ist, dem diese Schicksale sehr ans Herz gehen, dann ist das eine Fähigkeit, eben eine Empathie auch zu zeigen. Aber tatsächlich auch, wenn das zu viel wird, es darf ja nicht irgendwie zur Belastung für den Patienten werden. Absolut, nicht? Und auch also für sich selbst für dich nicht. Selber wenn nicht. Man so eine Botschaft bringen muss, ist man vorbereitet, körperlich, zeitlich, emotional. Und wenn nicht, wenn das schon klar ist, dass das gar keinen Platz hat, dann sollte man es gar nicht beginnen und gleich delegieren. Viel ist ja auch wirklich Fachchinesisch oder so, dass man sagt, verstehe ich alles gar nicht. Was würden Sie sagen, wie kann sich auch ein Arzt darauf irgendwie auch gut vorbereiten? Also erstens wird in der Regel gar nicht die falschen Fachbegriffe beschrieben, sondern es wird einfach zu viel aneinander vorbeigeredet. Wenn man Patienten befragt über Informationsflut, sind sie in der Regel ganz zufrieden mit dem Ausmaß der Information, aber es geht um die Dosis und dann natürlich um das Verständnis. Ja. Und der erste Schritt ist, dass wenn man es nicht versteht, auch sagt, KUP, was bedeutet das? Ja. Und aus Sicht der Patientin sage ich immer direkte Kommunikation, weil es bringt nicht erstmal 10 Minuten einen Vortrag vom Arzt anzuhören und dann einen Brief einen Tag später zu schreiben. Bitte die direkte Kommunikation wählen, weil das geht ja um das Kopfkino. Alles, was ich nicht verstehe, alles, was neu ist, bringt natürlich noch mehr Unruhe und kann Angst verstärken. Ja. Und das reicht schon, wenn ich jetzt das Thema Krebs habe, dann brauche ich nicht 10 mystische Worte, die kaum zu verstehen und erklärbar sind. Dieses Fach Chinesisch ist häufig auch aus der Routine heraus, weil Ärzte reden eben noch mehr mit Ärzten als mit Patienten und es gibt Sicherheit. Ja, wenn ich über Plattenepithelkarzinom der Zervix spreche oder über Gebärmutterhalskrebs, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Und zwar emotional. Ich muss mich ja dann der Sache stellen. Wir haben ja von der einen Patientin gerade gehört, den Kommentar, Worte sind Macht. Und wir kommen ja auch aus einer, würde ich mal sagen, auch einer Kultur, wo wir sowas haben wie die Götter in Weiß. Ne? Also sowas wie, wenn die Ärzte kommen rein, sagen irgendetwas, das kenne ich auch selbst aus eigener Erfahrung, dann fühlt man sich erstmal klein oder ne, ich habe keine Ahnung. Was würden Sie sagen, was kann der Arzt tun, um mehr vielleicht sowas wie auf Augenhöhe zu kommen? Aber was können auch die Patienten machen, um dieses Gefälle etwas auszugleichen, dass man irgendwie hinkommt in so etwas wie eine Kommunikation auf Augenhöhe? Das ist ein schwieriges Thema. Also erstmal bin ich nicht so happy mit diesem Wort Macht. Ja, also wenn man als Arzt Macht verspürt, dann ist man im falschen Beruf. Also Macht, das geht nicht um Macht. Ja. Aber natürlich haben Worte Kraft und Bedeutung. Und dass eben die Entscheidung für Therapie natürlich das gesamte Leben in Frage stellt, des Betroffenen, ist doch unzweifelhaft. Das Gespräch in Augenhöhe ist auch nicht möglich. Wie soll das dann möglich sein? Der eine hat studiert 7 Jahre, hat 20 Jahre Berufserfahrung und der andere wollte eigentlich nur wissen, dass alles in Ordnung ist und kriegt die Diagnose Krebs. Ja. Auf Menschenebene, auf Herzenshöhe, das ist das Ziel. Nicht die Augenhöhe, die Herzenshöhe. Zu sagen, ja, ist das ernst? Ich bin Profi, ich verstehe das. Kann erahnen, was das für Sie bedeutet. Und auf Basis meines Wissens, meiner Erfahrung, empfehle ich Ihnen das und das und das. Und auch als Arzt die Demut vor dem Nichtwissen. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann sage ich, kümmere mich darum, jemanden zu rufen
und das zu verbinden mit jemandem, der mehr Kompetenz hat als ich. Manchmal geht es ja schief. Ne? Ja. Manchmal geht die Kommunikation schief. Kann man das reparieren? Ist es so, wenn das erste Gespräch irgendwie nicht gut war, sowohl von der Patienten- als auch von der Arztseite, gibt es da, würden Sie sagen, eine Möglichkeit, das zu reparieren? Klar, wenn man die Beziehung will. Ja. Und da habe ich tausende Erfahrungen, dass viele Gespräche schlecht gestartet sind und man dann aber im zweiten, im dritten und vierten Gespräch zu einer echten Beziehung gekommen ist. Und das ist ja die große Chance. Und das ist die Macht, nicht des Wortes, sondern der Beziehung, dass man Dinge, die schief laufen, wieder reparieren kann. Und wenn die Beziehung in Ordnung ist, dann können Sie auch sagen, was Sie wollen. Ja. Wenn die Beziehung noch nicht in Ordnung ist, dann müssen Sie natürlich ganz besonders sensibel auf die Wortwahl sein. Die drei Patienten haben drei konkrete Fragen mitgebracht und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wie kann ich als Patient den mich behandelnden Arzt dazu bringen, mich ganzheitlich als Patient wahrzunehmen und meine Fragen ausreichend zufriedenstellend so zu beantworten, dass ich vollstes Vertrauen fasse? Da sind ja gleich mehrere Fragen drin in dem Thema und der Kern ist vermutlich Vertrauen. Wie kann ich es schaffen, dass ich dem Arzt vertraue? Letztendlich ist das immer eine Frage von zwei Personen. Also es kann nicht funktionieren, wenn nur der eine die Haltung hat und das auch sucht. Und Ganzheitlichkeit bedeutet, dass ich ja dem Gegenüber erstmal erklären muss oder darstellen muss, wer ich überhaupt bin. Und dazu braucht man Raum und natürlich auch Mut, in Beziehung zu gehen, aber auch von sich selbst etwas preiszugeben. Und zwar auf beiden Seiten. Weil es gibt nichts Schöneres, als authentisch und wahrhaftig zu sein. Weil das ist eigentlich die Voraussetzung, um Vertrauen aufzubauen, sich nicht zu verstellen. Und wir haben das untersucht, dass bis zu ein Drittel aller Befragten das Gefühl hatten, dass der Arzt nicht ganz die Wahrheit sagt. Und mich hat das erschrocken. Aber es gibt manchmal so eine Situation, wo man spürt, da ist Misstrauen. Und da kann ich nur alle wieder motivieren, und zwar sowohl Ärzte als auch Patienten, das auszusprechen. Und ich habe dann manchmal die Aussage, dass ich sage, ich habe das Gefühl, dass sie mir nicht glauben. Und wissen Sie was? Ich lüge, aber nicht in der Medizin. Mhm. Nicht in der Medizin. Und dann ist das auch ausgelegt, aber mit einem Unglaube, mit einem Misstrauen ein Gespräch zu führen und dann zu hoffen, dass man dann irgendwie Vertrauen aufbaut, wird schwierig. Ja, die Frage war, wie bringe ich meinen Arzt zu irgendetwas? Ist das etwas, was man überhaupt leisten kann? Schafft man es, den Arzt zu irgendetwas zu bringen? Ich mache ja auch Seminare für Ärzte und da gab es auch schon mal so eine Frage, wie bringe ich meine Patientin dahin? Aber ich finde, das ist der falsche Ansatz, sondern wir sollten sagen, passen wir zueinander. Und ich sollte nicht so lehrerhaft versuchen, einen Menschen umzuändern. Und schon gar nicht in so einer existenziellen Situation wie, ich habe Krebs oder der Tumor ist wiedergekommen. Sondern schaue, wie ist dieser Mensch und passt er zu mir und bin ich in der Lage, mit ihnen in Beziehung zu gehen und eine Allianz zu knüpfen, um dann die weiteren schweren Schritte zu gehen. Die Handlungsempfehlung wäre also tatsächlich wirklich für sich einzustehen, nachzufragen, nicht locker zu lassen und wenn es gar nicht geht, tatsächlich auch eventuell dann den Arzt oder den Ansprechpartner zu wechseln. Ich hätte gerne gewusst, warum so schlimme Diagnosen wie Krebs, wie was weiß ich was, gibt ja vieles anderes auch als Krebs, warum ist da kein Psycho-Onkologe dabei, wieso wird man da alleine gelassen? Das ist meine Frage. Ja, was würden Sie dazu sagen? Es ist immer gut, wenn alle Kräfte gebündelt sind. Aber es ist gar nicht notwendig, dass ein Psycho-Onkologe bei einem Gespräch da ist, also unabhängig von Zeit und wer das organisieren soll und so weiter. Sondern wichtig ist, dass ein Arzt eben kein Informationsübermittler ist, sondern er im Sinne der Ganzheitlichkeit natürlich immer verstehen muss, dass Gesundheit immer drei Ebenen hat. Die körperliche Ebene, die seelische Ebene und die soziale Ebene. Und das heißt, jede Botschaft berührt alle diese Dimensionen. Ja. Wenn es körperlich ist, brauche ich beispielsweise Schmerztherapie.
Oder wenn ich sehe, da brauche ich psychologische Unterstützung, dann nehme ich natürlich diese Profession der Psychoonkologie, Psychologie, Psychosomatik zusätzlich in Anspruch. Also individuell dann. Individuell. Ja. Aber es macht keinen Sinn, in dem Gespräch immer jemanden dabei zu haben. Und zwar den Schmerztherapeuten, den Psychoonkologen und dann vielleicht noch einen Sozialarbeiter in dem Gespräch. Ja. Das würde auch nicht jeder wollen. Also es würde auch nicht jeder wollen. Ja. Nicht jeder, also diese Frage kommt jetzt von einer Patientin, die sich das rückwirkend vielleicht wünscht. Ja. Aber es gibt bestimmt ganz viele, die würden das gar nicht wollen. Nichtsdestotrotz gibt es Situationen, die Extreme darstellen. Und dann ist doch klar, wenn jemand dann nicht nach Hause kann, dass ich dann eben versuche, wo kann ich diesem Menschen helfen? Und wenn da keine Angehörigen oder eine Extremsituation ist, dass ich dann auch Psychoonkologen dazu hole. Gerade die Diskussion mit Kindern und so weiter. Was häufig ist, dass eben der Bedarf, was brauche ich, erst in der Nacht oder am nächsten Tag klar wird. Ja. Und deswegen macht es Sinn, sich wieder zu verabreden und sagen, ja, wie ist es heute? Und jeder hat ja von uns schwere Situationen gehabt, aber es ist meistens tatsächlich so, wenn man überhaupt zum Schlafen kommt, dass man ein bisschen Abstand, ein bisschen besser sich orientieren kann. Und dann brauche ich natürlich Profis, keine Frage. Und dann hole ich mir die Menschen dazu und dann macht das klar Sinn, interprofessionell und auch interdisziplinär zu arbeiten. Und es gehört auch zum Standard dazu, dass Körper und Geist und das soziale Umfeld unbedingt Teil einer erfolgreichen Therapie und Begleitung ist. Eine konkrete Handlungsempfehlung wäre wirklich darauf zu achten, was brauche ich und nachzufragen beim Arzt, was ich für Unterstützung bekommen kann. Genau, und sich bewusst zu machen, was kann mir jetzt gut tun und wo brauche ich Unterstützung. Und auch nicht das als Schwäche wahrnehmen, dass man Hilfe braucht, sondern das ist genau das, was man unter Ganzheitlichkeit versteht, dass man eben Körper und Geist wahrnimmt und auch die Ängste ausspricht. Und wenn ich Profis brauche, dann sollte ich auch nach Profis rufen. Also ganz häufig ist das eben leider nicht ausgesprochen. Mich würde interessieren, ob Ärztinnen und Ärzte im Medizinstudium kommunikative Kompetenzen gelehrt bekommen und ob man die in irgendeiner Weise vertiefen kann, weil genau das, diese sprechende Medizin, ja das Wichtige eigentlich ist, um eine gelungene Arzt-Patienten-Beziehung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Ja, wie sieht es aus im Studium? Wird das gelehrt? Zunehmend. Also nicht alle Universitäten haben das Thema Kommunikation ganz im Fokus. Und wir haben gerade eine Umfrage an über 1000 Studierende und Ärzte durchgeführt in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und die Nachfrage ist extrem groß. Also das im Studium regelhaft zu implementieren. Und wir arbeiten eben mit den Simulationspatientinnen beispielsweise sehr eng seit vielen Jahren. Aber es reicht nicht, sondern man kann eigentlich heute Arzt sein, in Rente gehen und nicht eine Fortbildung zum Thema Kommunikation durchzuführen. Also das ist möglich. Ja. Also ich denke, dass eben wirklich dieses Feinjustieren der Kommunikation, des Gesprächs nur funktionieren kann, wenn ich Verantwortung übernehme. Und deswegen ist das im Studium schon mal wichtig. Aber die Feinjustierung kann eigentlich nur funktionieren, wenn der Arzt auch eine Entscheidung hat für die Diagnostiktherapie und auch die Bedeutung seiner Worte reflektiert bekommt. Und deswegen würde ich sehr dafür plädieren, dass wir eben eine strukturelle Supervision für alle Ärzte zumindest als Angebot einbringen und nicht in irgendwelchen Wochenendseminaren das irgendwie mal abhaken. Und wir das tatsächlich auch belohnen, dass jemand, der gut kommuniziert, sich sehr für Kommunikation einsetzt, vielleicht auch mehr Kassenbeträge bekommt, als wenn jemand das nur so abhakt. Mhm. Weil noch ist die Qualität des Gespräches nicht definiert, sondern es geht ja über die Dauer. Länger oder kürzer als 10 Minuten. Die Handlungsempfehlung für Ärzte wäre also, die Angebote wirklich wahrzunehmen und die kommunikativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ich fand schön, dass Sie sagten, dass die Nachfrage nach diesen Angeboten wirklich steigt. Das ist, finde ich, ein tolles Zeichen. Die 3 Patienten haben aus ihren Erfahrungen einiges gelernt und haben uns Tipps mitgebracht, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Mein erster Tipp an dich ist, schaffe dir ein Umfeld, was dich unterstützt.
Krebs ist keine Erkrankung, die nur dich betrifft, sondern auch dein soziales Umfeld, deine Familie, deine Freunde. Daher ist es wichtig, alle mit ins Boot zu holen, denn jeder kann dich in dieser Zeit unterstützen und jeder kann ein Teil davon werden, dass du wieder gesund wirst. Mein Tipp für euch, für die Arzt-Patienten-Kommunikation ist, sei mutig, sei selbstbewusst, geh mit einer Checkliste, die du vor dem Arzt-Patienten-Gespräch zu Hause gemacht hast, in das Gespräch hinein. Was ich wichtig finde, ist, dass man eine persönliche Ebene versucht aufzubauen, wenn man merkt, man kommt nicht weiter. Geht nicht alleine zu einem Arztgespräch, Zweitmeinungen, Drittmeinungen auf jeden Fall mit einholen. Auch ruhig mal 2-3 Nächte drüber schlafen, ist, glaube ich, auch ganz gut. Und erst dann sich überlegen, oder ja, was eigentlich das Beste wäre. Bring den Arzt dazu, dir zuzuhören und alle Fragen vernünftig für dich verständlich zu erklären. Schaffe dir Vertrauen zu deinem behandelnden Arzt und gehe selbstbewusst und mutig und vertrauensvoll in die Therapie hinein. Und wenn man weiß, dass man daran wahrscheinlich bald stirbt und auch wenn man weiß, dass man momentan nicht heilbar ist, jetzt ist man doch am Leben. Und wir leben alle doch nur jetzt. Mein Tipp an dich ist noch, reduziere dich nicht selbst auf die Erkrankung. Du bist nicht nur der Krebs, du bist nicht nur die Krankheit, sondern auch die Person davor. Du hast Bedürfnisse etc. Daher ist es auch wichtig, dich daran einfach zu erinnern, wer du davor warst. Denn dieser Mensch bist du auch noch. Vielen Dank für das interessante, aufschlussreiche Gespräch, Professor Cerulli. Und damit sind wir schon am Ende unseres Tutorials Sie haben Krebs. Und ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen konntet als Patienten und auch als Ärzte in eure nächsten Gespräche. Viel Erfolg dabei!